Haushalt einsetzen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Angela Ludwig. Ich bin Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft. Und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um die Themen Ordnung und Organisation. Und sofern Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, freue ich mich immer über ein neues Abonnement. Kurz, knapp, präzise, in dem heutigen Video geht es wieder um eure Fragen und Kommentare. Das heißt, wie bereits vor ungefähr 6 Wochen, gibt es heute das neue Video zum Thema, welche Fragen habt ihr mir gestellt in den letzten paar Wochen? Ich habe ein paar wenige, heute sind es 7 an der Zahl, herausgesucht und möchte mich heute ausnahmsweise ausschließlich diesen Fragen widmen. Vielen Dank, Frau Ordnung. Das heutige Video wird Ihnen präsentiert und gesponsert von der Firma Lilysilk. Lilysilk stellt qualitativ hochwertige Produkte aus Seide her, wie zum Beispiel Schlafanzüge, Blusen, Bettwaren, Kissenhüllen oder auch so kleine Accessoires wie Haargummis, was ich jetzt einfach kurz im Detail einfach erklären möchte. Unter anderem, ihr wisst, habe ich immer in meinem Hintergrund, seht ihr nachher auch in dem Video, eine Sofakissenhülle. Sofakissen sehen dann so wunderschön aus. Ich habe die hier in Cremeweiß bestellt. Genauso habe ich ein Haargummi, das kann ich euch zeigen. Das finde ich, also ganz ehrlich, ich stehe total auf dieses Haargummi. Das ist in super mega weiß und Wahnsinnsqualität. Ihr wisst, ich mag Haargummis. Und unter anderem habe ich noch diese wahnsinnig schöne Seidenbluse, von der ihr ja auch seht, hier, wenn ich die im, die hat solche, also zum einen fühlt sich das Hammer an. Also Seide als Produkt finde ich persönlich mega super Hammer. Ich schlafe nur noch in Seide und ja, wenn ich natürlich Blusen wie diese hier habe mit solchen wunderschönen Details, das ist die Bluse Armeria, dann ist natürlich Seide sowieso, also es fühlt sich einfach an. Es ist super für eure Gesundheit. Das heißt, wenn ihr gerade beim Bereich Schlafen, ja, also Bettwaren und die Schlafanzüge und so weiter, ihr hört auf zu schwitzen, es ist atmungsaktiv, egal ob Sommer oder Winter, Seide ist das beste Material, in dem ihr überhaupt schlafen könnt. Und damit ihr auch seht, wie diese Bluse aussieht, zeige ich euch jetzt noch ein paar kleine Ideen. Ihr könnt die Bluse natürlich einfach so komplett locker flockig am Körper tragen. Das heißt, ihr seht auch schon, die ist sehr weit geschnittener. Also sie ist jetzt nicht irgendwie total slim fit und eng. Ihr könnt sie natürlich aber auch schick und elegant in die Hose stecken. Oder ihr könnt die Bluse natürlich auch mit einem Gürtel tragen, weil dazu seht ihr, ist sie tatsächlich lang genug. Und so mag ich persönlich diesen Stil ja am liebsten. Jetzt aber nochmal zu den Vorteilen von Lilysilk und dann geht's zurück zum Video. Warum habe ich mich für eine Zusammenarbeit mit der Firma Lilysilk entschieden? Wir hatten das schon mal bei einem anderen Video. Und zwar ist es tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich Maulbeerseide habe, dann brauchen die Seidenraupenspinner wesentlich weniger Wasser, als wenn ich jetzt zum Beispiel Baumwolle anbaue. Ich weiß nicht, ob Sie das gewusst haben. Also Baumwolle ist ja so ein riesen wasserfressendes Ungetüm, sage ich jetzt mal. Bei Seide brauchen Sie wesentlich weniger Wasser. Dann ist die Firma Lilysilk einfach darauf bedachtet, dass Sie dieses Thema Zero Waste, also keine Müllverschwendung, angehen. Und da ganz im Sinne meiner Videos auch immer zum Thema Lean Management, es wird halt nur das produziert, was auch benötigt wird. Und sollte es mal zu einem Überschuss kommen, dann werden tatsächlich so Sachen wie diese Haargummis oder Schlafmasken oder ähnliche dieser Produkte hergestellt, damit wirklich nichts verschwendet werden muss. Außerdem hat die Firma Lilysilk schon mit anderen bekannten Stars außer der Frau Ordnung, wie zum Beispiel Gwyneth Paltrow oder Meghan Trainor oder Jessica Alba zusammengearbeitet. Das findet ihr alles auf der Lilysilk-Webseite. Und als absolutes Nonplusultra, ihr seht das schon hier hinten im Hintergrund, die Verpackungen sind halt richtig cool. Also man kriegt diese Sachen geschickt in einer wirklich, wirklich hochwertigen Box. Die Verpackungsmaterialien sind alle aus recycelten Materialien hergestellt. Es ist alles absolut hochwertig und deshalb, wenn ihr was zum Thema Seide haben wollt, dann kann ich
wirklich, wirklich nur die Firma Lily Silk empfehlen. Wenn euch diese Sachen gefallen und ihr sagt, oh ja, Seide, cool, finde ich echt klasse, dann erhaltet ihr natürlich auch bei mir extra mit den Hashtags AngelaL12 oder AngelaL30 die entsprechenden Vergünstigungen. Das heißt, ihr kriegt entweder 12% auf alles oder 30% auf den zweiten Artikel. Die Hashtags dazu findet ihr unter dem Video. Und jetzt gebe ich zurück an die Frau Ordnung. Wir steigen sofort ein mit Kommentar Nummer 1. Ich muss das hier jetzt nur immer ablesen. Die Andrea Kotan hat geschrieben, eine liebe Bekannte von mir kann offensichtlich ihr Büro nicht aufräumen und so weiter und so fort. Da geht es um das Thema wichtige Daten, Dokumente, viel Vertrauen. Sie mag nicht herzeigen und will nicht, dass da ein Unbefugter reinsieht. Wie würden Sie dieses Thema angehen? Ich habe da auch dazu geantwortet gehabt und ja, das ist jetzt tatsächlich ein ganz toller, klassischer Aufhänger für das Thema Ordnungscoach. Also es ist so, erstens, was ich immer sage, wenn Sie irgendwie beobachten, dass es bei jemand anderem unordentlich aussieht, dann halten Sie sich da raus, bis derjenige sagt, ich glaube, ich bräuchte da mal Hilfe. Und dann ist Ihr Stichwort gekommen, dann können Sie sagen, ah, ich kenne da eine, die Frau Ordnung. Ich arbeite ja nicht nur hier direkt vor Ort in Baden-Württemberg, arbeite ich vor Ort, ansonsten überregional gerne auch online. Da ist es tatsächlich so, Sie müssen da keine Sorge haben. Sie müssen da einfach darüber reden. Erklären Sie dieser Person, dass ein Ordnungscoach oder Ordnungsexperte oder wie man diese Menschen nennen mag, allein schon von Berufswegen, das ist wie so ein Arzt, dem erzählen Sie ja auch alles, tatsächlich zur Diskretion verpflichtet ist. Also ich habe schon so viel gesehen, das können Sie sich ja gar nicht vorstellen. Jetzt können Sie sich aber auch vorstellen, dadurch, dass ich schon so viel gesehen habe, glauben Sie allen Ernstes, ich kann mir alles merken. Ja, bei dem habe ich das gelesen, bei dem habe ich das gelesen. Oh, der hat aber eine Versicherung. Mann. Das, ehrlich, das geht bei mir rechts rein, links raus. Nach dem Termin, das dauert dann noch 2 Stunden und dann ist alles wirklich vergessen. Da gehen Sie als Experte ja mit einem ganz anderen System heran. Da schauen Sie nur, ja, Versicherung XY, wie viel die kostet, was da für Schadensfälle passiert sind oder was auch immer. Ist völlig egal. Ich denke dann manchmal, dann haben Sie da irgendwelche Schicksale ja auch. Ja, das ist von meinem verstorbenen ersten Mann. Aber der zweite, der wusste nie von dem. Ja, und? Also da haben Sie ganze Lebensgeschichten vor sich liegen. Deshalb keinen Stress. Sowieso ja immer mein Mantra, kein Stress. empfehlen Sie da wirklich jemanden externen zu holen. Ich habe zum Beispiel auch keine Autobeschriftung auf dem Auto, weil die Herrschaften hier in den schwäbischen Einfamilienhäusle, gell, also die hätten das jetzt so gern, wenn da jetzt eine Frau Ordnung vorfährt und dann steht da in der Garage oder vor der Garage, gell, Sie können vor der Garage parken und dann steht da auf einmal ein Auto mit Frau Ordnung Aufräumcoach. Ja, wie macht sich das denn in der Einfamilienhaussiedlung im schwäbischen Hintertupfingen? Nicht so gut. Also, Sie können sicher sein, ein Ordnungscoach arbeitet sehr diskret und das ist in meinen Augen in dem Fall tatsächlich auch die beste Antwort auf die Frage, wie würde ich dieses Thema angehen? Sie selber sollten sich da raushalten, weil das vielleicht noch on top, Sie sind ja nur ein Mensch. Also ich bin auch nur ein Mensch, aber Sie sind nur ein Mensch. Und wenn Sie dann dieses eine Schicksal sehen, dann muss ich auch ehrlich sagen, ich habe ein paar Aufträge gebraucht, bis mich die Sachen emotional auch teilweise nicht mehr mitgenommen haben. Jetzt ist es nur noch Arbeit. Aber so die ersten Kunden, das war schon ganz schön heftig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie gehen da zu Ihrer Bekannten und Sie machen das, Da müssen Sie echt mal mit klarkommen. Also eines der ersten Bücher, die ich mir gekauft habe, war, was Therapeuten machen können, damit sie selber nicht zugrunde gehen. Ich bin zwar kein Therapeut, aber das war dann schon so in die Richtung. Deshalb lassen Sie da den Profi ran, ist meine absolute Empfehlung. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Ganz einfach, Tatjana hat geschrieben, könnten Sie mir bitte den Kontakt zu Ihrer Kollegin verlinken?
Sie finden auf meiner Website da unten so ein Logo, die Ordnungscoaches. Das ist so ein Dach. Ja? Und auf meiner Website www.frauordnung.de finden Sie ganz unten auf jeder Seite dieses Dachlogo. Und wenn Sie da draufklicken, dann kommen Sie auf eine Google-Karte. Und diese Google-Karte enthält alle, die sich da registriert haben und geprüft wurden. Also da steht auch nicht jeder drauf. Alle, ich sage jetzt mal, guten Ordnungscoaches in der kompletten Dachregion. Es gibt dann auch noch so ein paar andere Netzwerke, aber ich vertraue dieser Karte eigentlich am besten. Sie können immer, so wie die Tatjana hier, mich persönlich auch anschreiben, weil natürlich gibt es jetzt, sage ich auch, mache ich auch kein Hehl draus, es gibt Ordnungscoach-Kollegen, mit denen arbeitet man lieber gerne, und dann gibt es welche, wo man sagt, ja, kannst du hingehen, die macht das auch gut, aber weiß jetzt auch nicht so. Da kennt man sich unter den Profis dann ja doch ein bisschen. Gibt bestimmt auch welche, die mich nicht empfehlen würden, weil ich immer so eine große Klappe habe. Hm? Also, wenn Sie jemanden wissen wollen, explizit aus einem bestimmten Raum, schauen Sie entweder auf die Karte oder fragen Sie mich direkt. Kommen wir daher zu Frage 3. Hilfe, was mache ich, wenn die Grundordnung fehlt? Fragt Jenna Heap oder wer auch immer man diesen Namen ausspricht. Sie fühlt sich völlig überfordert. Also das ist tatsächlich, ich habe dann ja auch dieses eigene Video gemacht. So gehe ich vor, ich habe das hier verlinkt. Wenn die Grundordnung fehlt, also im Prinzip die kurze Antwort ist, Sie müssen einmal Tabula Rasa machen. Nur wie machen Sie Tabula Rasa? Also Tabula Rasa heißt tatsächlich, dann müssen Sie halt einmal, Sie müssen einmal komplett durch. Mache ich auch nicht anders, wenn ich bei einem Kunden unterwegs bin. Wir überlegen uns, wo fangen wir an, und dann einmal das komplette Ding. Das kann jetzt halt je nach Zeitdauer einfach auch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Oft arbeiten wir dann so in 2-Stunden-Häppchen, und genau das würde ich Ihnen auch empfehlen. Gehen Sie kleine Schritte, wirklich klein. Fangen Sie mit einer Schublade an. Und dann, wie in dem anderen Video auch gesagt, es ist dann völlig egal, wenn Sie sagen, ja, ich möchte jetzt in meiner Küchenschublade, möchte ich für Ordnung sorgen. Da möchte ich eine Grundordnung reinbringen. 2/3 aus dieser Küchenschublade gehören aber gar nicht in die Küche, die gehören irgendwo anders hin. Dann bringen Sie die Sachen irgendwo anders hin. Es ist wirklich so, wie ich sage, das ist auch, wenn ich arbeite, es kann dann sein, dass im Wohnzimmer die Kommode auf einmal doppelt so voll ist wie vorher. Ja, kommt vor, weil sich da die ganzen Sachen ansammeln, von denen man jetzt noch überhaupt nicht weiß, wo sie hin sollen, beziehungsweise die noch keinen Platz haben. Aber die Schublade in der Küche, die hat dann ihren Platz, die hat ihre Grundordnung. Und so ackern Sie sich wirklich Stück für Stück durch Ihre Wohnung. Und irgendwann kommen Sie an der Kommode in dem Wohnzimmer an. Und dann haben Sie den Effekt, dann müssen Sie nur noch die Sachen wegräumen. Weil alles, was Sie dort finden, hat dann ja schon seinen Platz. Da gehört vielleicht was in die Küche, da gehört was in die Abstellkammer, da gehört was ins Wohnzimmer. Auf einmal fällt Ihnen ein, Sie sind dann im Flur in der Anrichte, und da kommen jetzt die Teelichter rein. Und jetzt fällt Ihnen ein, Mensch, ich hatte ja in der Küche lauter Teelichter, die ich ins Wohnzimmer geräumt habe. Jetzt kann ich mal aus dem Wohnzimmer die ganzen Teelichter zusammensammeln, weil die kommen in den Flur in die Anrichte. Und so schaffen Sie Ihre Grundordnung. Schritt für Schritt, ganz kleine Schritte vor allem. Und wirklich Stück für Stück. Ich hoffe, Ihre Frage konnte damit auch schnell und zufrieden beantwortet werden. Kommen wir deshalb zu Frage Nummer 4. Und Frage Nummer 4 ist von Alexandra, und die ist echt fies. Das ist ein ganz langer Text. Und die eigentlich wichtige Frage ist, was mache ich mit meinem Hobbyzubehör? Und das ist wirklich fies, weil das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Da geht es um Platz und um Sie. Da geht es wirklich darum, ja, manche Menschen, die bewahren Dinge auf für 30 Hobbys. Die stricken gern, die häkeln gern, die nähen gern, die malen gern, sie zeichnen gern, sie lesen gern.
Sie haben eine Zeitschriftenausschnittsammlung, weil Sie gerne Tageszeitungen lesen, haben aber noch die Bücher dahin. Sie sammeln, Sie sehen das bei mir, Briefmarken, vielleicht sammeln Sie noch Fotos gern. Sie stempeln, Sie haben ganz viele Bastelmaterialien, dann sind da zum Kerzengießen Sachen. Bei den Herren sind es immer so die ganzen hier im Keller. Das sind dann Holzbretter, man könnte ja mal was schrauben. Da ist dann eine Flex, die könnte man mal brauchen. Da sind dann die Schweißgeräte, weil man könnte ja mal was schweißen. Da sind dann irgendwelche, Baumaterialien noch und nöcher, Putze, alles Mögliche. Die Fliesen, die ganzen Materialien aus der Wohnung, könnte man ja alles nochmal gebrauchen. So, das sind dann so die Herrenhobbys. Abgesehen von den ganzen Sportgeräten, die dann da noch so rumliegen. Was mache ich mit all den Dingen? Und da muss man tatsächlich realistisch sein, da müssen Sie aussortieren. Also Sie kommen da um das Aussortieren nicht herum. Und aussortieren bedeutet auch loslassen können. Sie müssen sich trennen können von Hobbys, die Sie nicht mehr ausüben werden. Aus welchen Gründen auch immer. Von Sportgeräten, die Sie nicht mehr benutzen werden. Und dann hängt es extrem vom Platz ab. Also wenn Sie natürlich einen ganzen Schrank für zum Beispiel Nähutensilien haben, ja, dann können Sie den ganzen Schrank voll bewahren. Sie können aber nicht ein ganzes Zimmer mit Nähutensilien aufbewahren. So viele Stoffreste können Sie nicht mehr verarbeiten. Das muss Ihnen dann bewusst sein und da müssen Sie tatsächlich aussortieren. Das ist der einzige Weg, der da zum Ziel führt. Leider. Und jetzt kommen wir zu Frage Nummer 5. Frage Nummer 5 ist eine hochemotionale Frage, die ich gerne nochmal aufnehmen möchte, weil ich sie nicht zum ersten Mal gefragt wurde von der lieben Frau Hähn. Und das hat mich noch dazu sehr getroffen, weil genau dieser Kommentar ist irgendwie durch meinen YouTube-Kommentar-Spam-Filter nicht angezeigt worden und ich habe ihn jetzt erst nach einem Monat gefunden. Deshalb hier noch einmal die wörtliche Auflösung. Frau Hähn hat geschrieben, mein Vater ist gestorben. Dann ging der Kommentar noch ein wenig weiter. Aber was würden Sie meiner Mutter oder den Kindern, Enkeln raten? Wie lange kann man die Sachen da so stehen lassen und muss man sich irgendwann trennen? Also natürlich müssen Sie sich irgendwann trennen. Aber jetzt kommt mal so ein psychologischer Seitenschlag. Und zwar, ich bin jetzt keine ausgebildete Psychotherapeutin, ich habe einfach nur Lebenserfahrung. Ob jemand stirbt oder ob sie nach 18 Jahren Ehe verlassen wurden, völlig egal, man muss sich von einem Menschen trennen. Und jeder Mensch muss bei einer Trennung, ob er will oder nicht, durch diese berühmten Phasen einer Trennung. Das können Sie überall im Internet nachlesen, das können Sie auch in Büchern nachlesen. Ich kann die jetzt auch nicht mehr auswendig. Auch ich musste da in meinem Leben schon durch. Und das ist auch so ein Spiralding. Also kaum, wenn Sie glauben, Sie haben jetzt die eine Phase überwunden, dann kommt so ein Rückschlag und dann hängen Sie wieder in der vorletzten drin. Alles normal. Aber diese Phasen müssen Sie durchlaufen. Da ist erst der Schock. Phase 1. Dann kommt so die Wut. Die Wut ist, wenn jetzt jemand gestorben ist, natürlich nicht auf die Person, sondern die Wut richtet sich dann eher so, boah, lieber Gott, warum hast du uns diesen Menschen genommen? Der hätte noch so ein schönes Leben, er war so jung und so weiter und so fort. Sie haben so eine unsägliche Wut. Dann kommen Sie in so eine ganz fiese Emotionsphase. Also da ist alles nur noch zum Heulen und alles ist scheiße und alles ist blöd und richtig Trauer ohne Ende. Lassen Sie diese Gefühle zu. Und irgendwann, nach was weiß ich wie viel Phasen, kommen Sie in der berühmten und besten und letzten Phase an, nämlich der des Neubeginns. Und das ist die Phase, in der Sie jetzt anfangen können und sollten, sich von diesen Dingen zu trennen. Dann haben Sie aber auch den Schmerz. Das machen Sie bitte nicht ganz am Anfang. Das ist ja, also man kann Ihnen das Herz auch gleich rausreißen. Lassen Sie die Sachen da, wo Sie sind. Wenn es manche Dinge gibt, wo Sie sagen, ja gut, das kann ich jetzt schon wegtun, dann tun Sie das weg, ja. Aber ansonsten warten Sie durchaus mit dem Aussortieren, bis Sie da in der letzten Phase angekommen sind. Weil dann sind Sie in der Phase, wie gesagt, des Neubeginns. Sie können loslassen, Sie freuen sich auf das Leben danach. Sie wissen, der Mensch, dieser Verlust, diese Trauer ist bearbeitet. Und jetzt können Sie frisch loslegen.
Sie können sich, wenn Sie, vielleicht finden Sie einen neuen Partner, was auch immer, oder Sie bleiben alleine mit sich. Alles gut. Wie lange diese Phasen dauern, das kann Ihnen keiner sagen. Das kann Ihnen auch kein Therapeut sagen. Das ist extrem unterschiedlich. Auch in dieser Fragestellung hier. Die Mutter, die Kinder, die Enkel, das sind drei verschiedene Personen. Die Mutter braucht höchstwahrscheinlich am längsten. Es kann aber auch sein, dass die Enkel am längsten mit der Verarbeitung brauchen oder das Kind, die Tochter. Kann sein, die Mutter ist da viel schneller über den Berg als die Tochter. Das weiß kein Mensch. Das hängt extrem von Ihnen ab, wie Sie auch mit solchen Themen umgehen. Aber aussortieren und trennen, das werden Sie auch ganz automatisch schaffen, sobald Sie in dieser letzten Phase angekommen sind. Deshalb vielen Dank für diesen sehr persönlichen Kommentar. Ich hatte Ihnen das auch schon drunter geschrieben, jetzt nochmal zusammengefasst für alle anderen als Videoantwort. Und damit kommen wir zum vorletzten Kommentar. Eine ganz einfache Frage von Carmen Monte. Wieso gibt es kein deutsches Wort für Professional Organizer? Es gibt ein deutsches Wort. Das heißt Ordnungscoach. Das ist jetzt so deutsche Sprache, schöne Sprache, ja? Professional Organizer klingt so schön rund. Ordnungscoach klingt so hart. Nein, es sind im Prinzip zwei Arten von Berufen. Das Thema ist, ich kann das Wort Professional Organizer nicht übersetzen. Wenn Sie einen Tipp haben, immer her damit. Was soll ich sagen? Ich bin professionelle Organisiererin. Ich bin ja keine Organisationsberaterin. Ein Organizer hilft Ihnen, sich zu organisieren. Ein Ordnungscoach hilft Ihnen, Ordnung zu machen. Sie verstehen das Problem. Deshalb nehme ich tatsächlich beide Berufsbezeichnungen. Ich nehme die des Professional Organizers und des Ordnungscoaches, weil damit eigentlich klar ist, dass ich mehr mache, als Ihnen nur dabei helfen, Ihr Wohnzimmerregal auszuräumen. Auf der anderen Seite ist das so Anglizismen. Nein, man kann ja schon ein deutsches Wort benutzen, aber Sie sehen, Coach ist auch schon wieder nicht deutsch. Ja, also was ist man? Es gibt welche, die nennen sich Ordnungsexperten. Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Sie sollten sich mit Ihrem beruflichen Titel schon auch noch wohlfühlen. Und mein Name ist Angela Ludwig, ich bin Ordnungsexpertin. Also ich kann mich auch gleich, weiß auch nicht, ich bin keine Lehrerin, ich bin keine Professorin, ich stehe hier nicht und prügel Sie mit der Peitsche als Ordnungsexpertin. Aber da fühlt sich jeder anders. Es gibt auch Ordnungsexperten, die wirklich Ordnungsexperten sind. So, ich hoffe, diese Frage konnte damit geklärt werden. Und deshalb kommen wir nun zum siebten Punkt. Und das ist, das muss ich nachlesen, von Stephanie von Arx zum Thema Papierordnung. Da werde ich definitiv noch ein eigenes Video drehen. Aber was ich aufnehmen wollte, war die Tipps, wie man es schafft, gar nicht so viel Papier in sein Leben zu lassen. Da sind wir wieder beim leidigen Thema Disziplin, wo ich auch ein Video dazu verlinkt habe. Und zwar. Ja, lassen Sie es. Wenn Sie kein Papier in Ihr Leben kriegen wollen. Also ja, bitte keine Werbung, hilft schon mal. Durchaus. Auf Messen keine Prospekte mehr mitzunehmen und zu sammeln, hilft auch. Hängt aber an Ihnen. Werbung abzubestellen, hilft auch. Papier gibt es ja auch elektronisch. Also die ganzen Newsletter, die Sie haben. Ja, dann gehen Sie da halt einmal unten durch und klicken Newsletter abbestellen. Das ist ja auch nichts anderes als Papier, nur in elektronischer Form. Sie können, wenn Sie sowas wie die Telefonrechnung und die Lieferantenrechnung, Stromrechnung, GEZ, das kann man auch, wenn man möchte, alles auf digitalem Wege abstellen. Aber vergessen Sie es nicht, dann ist das Problem ja nur verlagert. Es geht ja darum, dass Sie die ganzen Sachen nicht kriegen. Gerade bei Abonnements oder sowas oder hier die GEZ. Die GEZ kann Ihnen viermal im Jahr einen Brief schicken mit Ihrer Abrechnung. Sie können das aber auch auf jährliche Zahlungsweise stellen. Ja, dann kriegen Sie nur einen Brief im Jahr. Wieder drei Briefe weniger. Also da gibt es jetzt keinen, wie mache ich das von A bis Z Bogen, sondern es ist tatsächlich ein, gehen Sie mit offenen Augen durch die Welt, schauen Sie, wo können Sie was abbestellen, wo müssen Sie wirklich Mitglied sein, brauchen Sie wirklich so viele Zeitschriftenabonnements und dann wird es einfach runterreduziert und irgendwann haben Sie wirklich einen guten
guten Pegel an Papierzufluss in Ihrem Haushalt, den Sie eigentlich so auch ganz gut bewältigen können. Aber auch da, Sie haben es wirklich meistens selbst in der Hand. Jetzt bedanke ich mich bei Ihnen für das Zuhören und das Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder einmal viel Freude bereitet. Für das nächste Video werde ich wieder in den nächsten 4 bis 6 Wochen einfach Ihre Fragen sammeln, sofern die nicht in ein eigenes Video münden. Und ansonsten schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare. Ich verlinke hier einfach nochmal das Video zum Thema Disziplin, weil ich denke, das kann den meisten von Ihnen weiterhelfen. Mein Name ist Angela Ludwig. Ich bin Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft und wünsche Ihnen einen wunderschönen Resttag.